Mein Name ist Stefan Andrewitsch, ich bin Geschäftsführer des Kunsthandels Stefan Andrewitsch in Wien, spezialisiert auf antike Wiener Uhren. Ich darf Ihnen hier eine besondere Uhr zeigen, eine Dacheluhr, die ein Meisterstück ist. Und das Meisterstück war der Höhepunkt des Schaffens eines Uhrmachers. Er hat nur eines gefertigt. Diese Uhr entstand etwa um 1820, 1825 und ist eine Dacheluhr, etwa 30 cm länger als die üblichen Gehäuselängen von 100 cm. Und das Besondere sind zwei Dinge. Erstens die Tatsache, dass sie 120 Tage läuft, das gibt es also so gut wie nie. Und die geteilte Front, das heißt, sie lässt sich mit zwei Türen öffnen. Die Uhr hat eine wesentlich längere Seiltrommel, die aus der hinteren Platine ragt. Und ist das Besondere eben, dass der Uhrmacher sich verewigt hat. Meisterstück des Johann Brendl in Wien und hat auch das Wort Jahruhr auf das Zifferblatt geschrieben. Wie gesagt, die Gangdauer 120 Tage oder 4 Monate. Zum Uhrmacher Johann Brendl wurde 1777 als Sohn eines Schusters in Wien-Neulerchenfeld, damals eine Vorstadt Wiens, geboren. Er hat dann zweimal geheiratet. Seine erste Ehe war wiederum die Tochter eines Schuhmachers. Wir wissen nicht, wann er Meister geworden ist. Wir wissen nur, dass er 1832 in der Pfarre Maria Treu, heute dem 8. Bezirk, verstorben ist. Wenn Sie mehr über die Geschichte dieser Uhr und die Technik erfahren wollen, dann besuchen Sie uns auf unserer Website www.andrewitsch.com. Im Frühjahr 2021 erscheint unsere neue Publikation, eine zweibändige Publikation über die Geschichte des Handwerks im Kaisertum Österreich mit 13.000 Uhrmachern und ihren Lebensdaten.